Willkommen zurück. Wenn du dieses Video anschaust, weißt du sicher schon, wie man den linearen Mittelwert einer Funktion berechnet. Hier nochmal zur Erinnerung die Formel eingeblendet. Dein Ziel für dieses Video ist es, die mittlere Temperatur eines Tages zu berechnen. Und hierfür haben wir im nächsten Fenster des Arbeitsblattes folgendes Beispiel. Wir haben hier den Temperaturverlauf an einem Tag durch zwei Funktionen beschrieben, durch die Funktion f und durch die Funktion g. Und dabei beschreibt die Funktion f den Temperaturverlauf von 0 bis 14 Stunden und die Funktion g beschreibt den Temperaturverlauf von 14 bis 24 Stunden. Und deine Aufgabe ist es nun, die mittlere Temperatur in den Zeiträumen 0 bis 14, 14 bis 24 und schließlich 0 bis 24 zu berechnen. Versuch zunächst bitte, diese Aufgabe selbstständig zu lösen und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam wieder über die Lösung sprechen. Gut, zunächst sollten wir die Flächen unter den Kurven, also unter der Funktion f und unter der Funktion g berechnen. Das heißt, wir suchen zunächst die Fläche A1 und A2, wobei A1 die Fläche von unter der Funktion f, also von 0 bis 14 ist, und A2 ist die Fläche unter der Funktion g, also von 14 bis 24. Das heißt, wir integrieren unsere Funktion f von 0 bis 14, beziehungsweise unsere Funktion g von 14 bis 24. Wenn wir das Ganze nun ausrechnen, dann erhalten wir für die Funktion f 1/27 mal t hoch 3 minus 2/3 mal t zum Quadrat plus 12 mal t. Und hier sind noch die Grenzen, also die Obergrenze 14 und die Untergrenze 0 vermerkt. Wenn wir nun in den Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung einsetzen, also Obergrenze minus Untergrenze, dann erhalten wir insgesamt circa 138,96. Gehen wir nun gleich vor, um die Fläche A2 zu berechnen. Das heißt, wir berechnen zunächst das unbestimmte Integral unserer Funktion g. Dann erhalten wir minus 7/45 mal t zum Quadrat plus 292/15 mal t und wieder die Ober- und Untergrenze vermerkt, 24 und 14. Wir setzen erneut in den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ein und erhalten damit 377,6 minus 242,04, also ungefähr 135,55. Nun haben wir die Flächen unter den Kurven, also unter der Funktion f und unter der Funktion g berechnet und können nun die mittlere Temperatur in den jeweiligen Zeiträumen berechnen. Das heißt, wir berechnen den mittleren Funktionswert in den Intervallen. Das heißt, um den mittleren Funktionswert von 0 bis 14 zu erhalten, dividieren wir unsere Fläche A1 durch 14. Das heißt, die Lösung für A ist 1/14 mal A1 und die mittlere Temperatur in den ersten 14 Stunden ist somit ungefähr 9,92. Die mittlere Temperatur in den letzten 10 Stunden, also von 14 bis 24, erhalten wir, indem wir die Fläche A2 durch 10 dividieren, weil schließlich zwischen 14 und 24 Stunden liegen 10 Stunden dazwischen. Also unser Intervall ist 10 Stunden breit. Das heißt, die Lösung für B ist 1 durch 10 mal A2, also ungefähr 13,55. Und nun sollen wir noch die durchschnittliche Temperatur, also den durchschnittlichen Funktionswert, in den ersten 24 Stunden, also den ganzen Tag berechnen. Dafür addieren wir unsere beiden Flächen, also wir rechnen A1 plus A2 und dividieren durch die Gesamtfläche durch unsere Intervallbreite, also durch 24. Und erhalten somit eine Durchschnittstemperatur von 11,43 Grad Celsius. Nun ist hier für das Beispiel schließlich noch eine kleine Zusatzfrage, und zwar: Warum ist das Ergebnis von C, also die 11,43 Grad Celsius, nicht das arithmetische Mittel der Ergebnisse von A und B? Und hierfür
Wenn wir uns zunächst mal den durchschnittlichen Funktionswert, also die durchschnittliche Temperatur in den ersten 14 Stunden anschauen, das ist ja ca. 9,92. Zeichnen wir den mal grob ein. Und nun schauen wir uns unsere durchschnittliche Temperatur in den letzten 10 Stunden an, also von 14 bis 24. Diese ist ja ungefähr 13,55 und zeichnen die hier ebenfalls ein. Dann fällt hier eins sofort auf, die durchschnittliche Temperatur in den ersten 14 Stunden ist natürlich ein breiteres Intervall wie in den letzten 10. Das heißt, wir haben hier ein Intervall von 14 Stunden und dann nur ein Intervall von 10 Stunden. Und da diese Intervalle nicht gleich breit sind, kann die mittlere Temperatur über den ganzen Tag nicht exakt das arithmetische Mittel sein. Es wäre nämlich nur dann das arithmetische Mittel, wenn diese beiden Intervalle gleich groß wären. Also zum Beispiel beide Intervalle 12 Stunden breit. Das heißt, wir können als Antwort geben, es ist nicht das arithmetische Mittel, weil die beiden Intervalle nicht gleich groß sind. Als kleine Zusatzaufgabe kannst du dir noch überlegen, warum das zum Beispiel stimmen würde, wenn die beiden Intervalle genau 12 Stunden groß wären. Das war's mit diesem Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.